So, nachdem wir jetzt letztes Mal höchst erfolgreich unseren Stundenplan hier abgearbeitet haben, würde ich sagen, machen wir auch gleich weiter, wo wir aufgehört haben und verlieren nicht viel Zeit. Falls euch die Serie gefällt, dann lasst mir das gerne mit einem Daumen hoch da oder schreibt mir einen Kommentar und lasst mich das wissen. Dann kann ich das hier nämlich zu einem kleinen Projekt machen und nicht nur ein, zwei Folgen. Genau, ich würde sagen, fangen wir an. Oh. Ich teleportiere mich mal zum Sport. Du teleportierst dich? Ich würde mir hier gerne noch mal die Cafeteria angucken, ehrlich gesagt. Genau, schaust du noch mal schnell an hier. Warte mal, man kann es auch Pause. Weil wir haben gerade Pause. Weil guck mal, hier gibt es jetzt gerade nämlich in der Cafeteria eine Mittagslady. Hallo, was darf's denn sein? Mittagessen bitte. Ich hab's gefunden. Okay, eine Sekunde. Lol. Oh, da kann ich mir für Essen was kaufen. Ich kaufe mir Burger. Oder will ich ihn... Ich nehme Apfel, ich mache was Gesundes. Ja, das war jetzt, bin ich hier. Was wollen Sie essen? Ich hätte gern einen Apfel. Danke. Ein Apfel, alles klar, aber dann könntest du das, so. Ach, du bist das. Hier haben Sie einen Apfel. Vielen Dank, der Herr. Das freut mich aber. Guck mal. Ja. Trägst du deinen Apfel auch so? Immer? Durch die Gegend? Ja, natürlich. Hey, warum schreibt der Typ hier Noob und Mittagslady? Was darf es denn sein? Vor allem, der ist auch edgy. Der schreibt einfach. Sekunde, lol. Der schreibt einfach mit Zahlen als Buchstaben. Pizza. Und ja, guck mal, ich hab mir gerade eine schöne Pizza gegönnt. Ich hab's gesehen. Ich hab mir gerade. Guck mal, ich hab hier einen leckeren Apfel. Mmm, yum, yum, yum. Oh, Sport, Sport. Wir sollten auf jeden Fall los. Oh, ich finde das praktisch, dass man sich immer hin teleportieren kann. Das ist richtig cool. Die Hex. Was? Eben fliegen? Ja, das war die Hexe von vorhin. Nee, guck mal, der eine hat. Guck mal, die muss auf die Toilette. Guck mal hier, ich und mein Fellow Cheerleader. Wir sind jetzt Freunde, ja. Jeder weiß, dass die Cheerleader die coolen sind. Das heißt, ihr habt so Fell, also ihr seid schon Cheerleader. Ey, Ronja, cheerleadest du jetzt? Ja, ich cheerleade jetzt. Way! Los, feuer mich an. Los. Oh, man kann ja rausklauen mit dem Mausrad. Renne für dein Ziel. Völkerball. Vertraue in dich selbst. Rage heraus. Okay, sind wir in einem Team? Okay, Völkerball. Oh ja, wir sind in einem Team. Du bist Cheerleader, Ronja. Du musst es anfeuern. Ich muss trotzdem mitspielen. Hier scheint Knappheit zu herrschen. Oh, warte, ich sammle den Ball. Du musst aus... Oh nein, ich wurde getroffen. Oh, das ist gar nicht mal so einfach. Oh, warte, warte. Ich weiß ja nicht mehr, was ich mache. Ich sag, wenn man springt... Du musst den Ball nehmen und dann schießen. Okay, du nimmst den Ball. Ja, aber ich sehe hier keine Bälle raus. Ja, ich hab einen Kill. Hast du? Ein Kill vor allem, gell? Kill. Warte, gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Ey, der will mir den Ball nicht geben. Ja. Gib mir den Ball. Ich hab jemanden abgeschossen. Upsi. Ich hab jemanden K.O. gemacht. Ich hab eher Angst, getroffen zu werden, bin ich ganz ehrlich. Ich hab Spieler. Einen abgeschossen. Abschuss. Okay, ich habe keinen abgeschossen. Ja, aber ist nicht schlimm, Team Rot hat gewonnen. Danke, danke Flo. Easy, ich hab nicht mal irgendwas gemacht. Runde 2, Chaos. Erziele so viele Punkte wie möglich. Na, okay. Chaos, Flo. Wie findest du diese Disziplin? Ich werfe meine Bälle spawnen einfach ins Nichts. Hast du gut gemacht, Ronja. Ja, ne? Bestes Jahr. Oh, warte. Wo ist Ronja? Ich will Ronja abschießen. Nein, wir sind in einem Team, du kannst mich nicht abschießen. Ach so, ich dachte, das jeder gegen jeden. Ich hab einen Punkt gekriegt, wie auch immer das gerade zustande. Irgendwie, das Spiel ist ein bisschen buggy bei mir, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht wie. Warte, aber Team Rot, guck mal. Wo du Völkerball gespielt hast in der Schule, so richtig die Ninja-Moves ausgepackt und so richtig so Matrix-mäßig gesprungen. Das hab ich gemacht. Nein, ich wurde stoff getroffen am Anfang und war dann raus. Nee, ich war immer einer der Letzten und dann, ich hab so wie, als ob ich in der Matrix bin, mich so gedreht und die haben mich wirklich nicht getroffen. Oh, ich hab Nadine K.O. geschlagen! Nimm das, Nadine! Helene, du auch noch! Oh mein Gott, ich bin eine Killing Spree! Ronja rastet aus. Hey, Ronja, du killst niemanden, du schießt ihn nur ab. Ja. Klar. Oh, wenn du hart triffst. Ich verstehe das gerade gar nicht. Ich hab plus eins? Ich weiß zwar nicht, wie ich das gerade gemacht habe, aber awesome. Auf geht's und rüber! Irgendwie, jetzt geht's auch nicht mehr. Das war. Ich weiß, ich bin ja abgeschossen! Okay, ich bin zufrieden. Ich habe zwei Leute. Das Sieger ist Team Red. Sieger ist Team. Kann sein, dass Team Blau einfach immer schlecht ist. Team Blau. Ja. Guck mal, ich habe A-. 2 K.O.s, 9 Hits hatte ich. Ich hätte 2 K.O.s, 10 Hits. Ey, jetzt ist Pause, Mittagspause, oder? Oh, wir haben schon Mittag gegessen. Ja, Mittagessen. Oh, nö, jetzt gleich. Mittagessen mal, beginnt gleich. Aber ich habe mir ja nur einen Apfel geholt als Snack. Ey, meine Lieblingsstunde, Mittagspause. kann man nie genug Pause haben. Cool. Ich gehe mal kurz raus. Ich schaue mir hier draußen ein bisschen die Umgebung an. Ey, Tobi, ich hab mit mir im Pool. Hab ich ja. Wollt ihr mal mitfahren? Ich habe ja ein Auto. Echt? Hast du den Führerschein, Ronja? Ich habe meinen Führerschein schon. Nicht. Klar habe ich meinen Führerschein. Nein, hat sie nicht. Hey, hast du nicht mal erzählt, du hast irgendwie. Du warst schon.
Was hab ich? Hat den Führerschein einfach jemanden weggenommen, einfach so ab. Wo geht's hier? Ja, Herr, wo geht's hier hin, Tobs? Die Tür ist verriegelt. Okay, weißt du was? Ich klaue jetzt Julias Auto. Meins, du kannst das Auto dieser Person nicht fahren. Spawn dein eigenes Auto. Und dann empfiehlt er mir diese Karre hier. Das Spiel kennt dich. Ich will nicht das Auto fahren, ich will das. Nein. Ich habe mein eigenes Auto kaputt gemacht. Oh mein Gott, ich bin irgendwo bei dem Hausmeister als in der Kammer. Oh, warte mal. Mr. Unicorn. I'm Mr. Unicorn and I'm a girl. Okay. Hier war der Ausgang. Was? Wo ist der Ausgang? Hier, ich muss sehen, warte mal. Treppen? Ich finde es sehr verwirrend. Ich war so schlecht, ich finde mich gar nicht zurecht in Schulen oder irgendwas. Ich brauche so lange, um irgendwie damit klarzukommen. Nee, ich muss jetzt... Irgendwie hänge ich die ganze Zeit bei Julia ab. Ich weiß nicht, warum. Ich bin jetzt... Ich habe mich geportet bei Los zur Mittagsessenpause. Ich bin mit dir. Hi. Guck mal. Die essen alle. Guck mal, ich esse auch meine Pizza. Du hast doch Pizza? Ich habe noch einen Apfel. Man hat scheinbar unendliche Äpfel, wenn man einen Apfel kauft. Warum sollte man zwei kaufen? Doch. Guck mal, hier so. Wie ist es beim Cheerleading? Oh, und wie kann ich antworten? Warte. Die redet mit mir. Hey, bleib stehen. Ich will antworten. Wie antworte ich? Flüstern. Nein, flüstern geht nicht. Karma geben. Ich gebe Karma. Drück einfach mit der Maus drauf nach links. Mit der Maus drauf und dann nach links. Kann man nur Freunde hinzufügen. So unter den ganzen Chat. Nein, drück auf die Namen. Drück rechts oben auf den Chat, wo du siehst. Der Chat ist da drückst du drauf. Warte, hier oben öffnet sich so ein Chatfenster. Oh, hier. Tippe zum Chatten. Super. Funktioniert nicht. Oh, doch. Ey, guck mal, du hast schon eine Freundin hier. Yay, ich hab Freunde. Ich habe im echten Leben keine weibliche Freundin. Das ist volles Erfolgserlebnis für mich. Ey, Hauptsache, die sind deutsch hier. Ist echt so. Guck mal, wie lange wir Mittagspause haben. Schau dir das mal an. Wir haben 50 Minuten Mittagspause. Vorher haben wir 10 Minuten Pause und danach haben wir erstmal 10 Minuten Pause, um uns vom Mittagessen zu erholen. Und danach haben wir Tanzen und Kochen. Was ist das für ein Stundenplan? Das ist der Traum. Das ist eine Schule nach meinem Geschmack. Ist echt so. Vor allem gibt es einfach Pizza, weißt du? Es gibt Pizza bei der Schule. Es gibt alles. Ey, woher haben die Skateboards? Ich weiß nicht, vielleicht... Ich hatte ja ein Auto. Vielleicht hast du in deinem Menü ja ein Skateboard. Fahrzeuge. Oder kannst du das kaufen? Guck mal, hier geht's zum Kochen. Das ist crazy. Ich mag Schnitzel. Vielleicht kannst du das beim Kochen ja vorschlagen. Mein Name. Ich weiß. Guck mal, Ebrulein folgt mir voll. Siehst du das? Die folgt mir durch die Gegend. Tanzen? Tanzen? Hattest du Tanzunterricht früher, Flo? Nee, aber ich würde übrigens gerne einen Tanzkurs machen oder so, aber keine Ahnung. Ich wollte mal einen machen, aber dann... habe ich irgendwie meinen Zeitpunkt verpasst. Ja. Renne für dein Ziel. Renne was? Du hast Rennen für dein Ziel. Renne oder brenne? Shift und Steuerung drückst, bist du ultraschnell. Shift und Steuerung. Warte. Nee. Oh doch! Nur wenn. Wenn du nur Steuerung. Fast. Ey, wir werden jetzt tanzen, okay? Okay, wir tanzen. Jetzt werden wir zum Team Melone-Song tanzen. Oh Gott! Nicht Spaß. Was sind so Lieder? Zu was tanzt ihr denn gern? Ich? Hard Rock Hallelujah. Richtig. Ja, komm, Tops. Komm, auf. Zeig uns doch mal was, Tops. Warum ist Tops eigentlich dieser Verrückte mit der Pferdemaske und dem Hut, der jede Schule terrorisiert? Was ist das? Tops ist der, der eine einstweilige Verfügung kriegt von der Schule. Guck mal, Flo, du bist berühmt in der. Du bist beliebt in der Schule. Der eine folgt dir jetzt. Oh Leute, cool, der Typ. Ey, Leute, kennt ihr. Hast du Hi geschrieben? Ja, ich hab Hi geschrieben. Hä, woher weißt du das? Ich mag doch nur Schnitzel. Vielleicht liegt's an deinem Skin. Ja. Mr. Grünhaarige. Nein. Los! Ich suche mir jetzt hier eine Tanzmatte. Oh, guck mal, der mit dem Flügel ist unser Lehrer. Siehst du das? Pin-Fan. Aha. Guck mal, der Typ ist ein Fan. Okay, Tanzen beginnt. Oh, Tanz im Rhythmus. Drücke die Noten folgend. Im richtigen Timing auf die korrekten Buttons. Oh, jetzt haben wir Dings. QWER. Oh Gott. LOL, das Lied kenne ich. Das habe ich in meiner Playlist. Das ist Wowby March heißt das.
Was ist das? Du hast es auch in der Lieder-Playlist für YouTube zum Benutzen. Ehrlich? Ja, das Lied, was hier gerade ist. Ist ja witzig. Leute, such bei Wowbee March, das heißt so. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich bin mir nicht sicher, weil man muss ja ziemlich exakt treffen. Ich glaube, ich habe schon relativ viel gemisst. Auch wenn es für mich nichts aussieht. Oh, ich habe eine Dreier-Kombo. Jetzt habe ich wieder nur noch eine Einer-Kombo. Nein. Oh, guck mal, meiner macht Salto, ist mein Charakter im Hintergrund. Ja, bei mir auch. Oh. Oh nein. Oh, stimmt. Zweier-Kombo, Dreier. Oh mein Gott, hast du eine Dreier-Kombo? Viele. Ja, das wird immer schwieriger. Ey, das ist richtig schwer. Oh, meine Finger verkrampfen sich voll. Oh nein. Wie viele Punkte habt ihr? Ich hab 5400. Oh mein Gott, never mind. Ey, Leute, ich hab 7000. Oh. Angeber. Aber ist gar nicht mal so einfach. Vier. Wer ist dafür, dass wir sowas mal in Real Life machen? Oh. Warte, es gibt doch diese Dingsmatten. Diese komischen, wo man mit den Füßen... Ja, Dance Revolution. Genau, danke. Nee, das würde mich durcheinander bringen. Oh mein Gott, ich hab 4er-Kombo. Oh, ich hatte auch kurz 4er-Kombo. Ich hab jetzt 11.000. Ich hab ein A-Minus. Einer hat 22.000 Punkte. Guck dir. Einer hat 99,2%. Der macht das all day, every day. Der lebt das. Das ist sein Leben. So. Okay, letzte Stunde, dann haben wir aus. Okay. Kochen. Kochen müssen wir jetzt aber nochmal warten. Wenn der kocht, dann wird's mir nicht gut gehen. Bitte was? Ja, Ronja, kannst du gut kochen, ja, oder? Ich kann einwandfrei kochen. Absolut. Ja, wenn sie das sagt, dann mache ich mir schon Sorgen. Was? Ja, ey, Tobs, wenn du sagst, du kannst gut kochen, das wird mich mehr schockieren. Ich hab nie behauptet, dass ich gut kochen kann. Tobias? Sag nur, hebt euch, pass auf, wenn jemand sagt, er kann kochen, dann müsst ihr aufpassen. Ich kann kochen. Einwandfrei Information, kann ich kochen. Informatikraum? Oh, gibt's auch. Ist Informatik. Guck mal. Ist auch erleuchtet, dich selbst. Man soll sich einfach erleuchten, okay? Niemals persönliche Informationen rausgeben. Oh, guck mal hier, noch wertvolle Informationen. Guck mal, ich bin jetzt der Lehrer. Hallo! Hallo, Frau Lehrerin. Warum ist die Klasse so leer? Was wird das hier? Ah. Ja, hier, bitte setzen, bitte hinsetzen. Hallo! Ey, guck mal, weißt du, was ich hier machen kann? Ich kann ja... Leute, habe ich früher auch in meinen Schulen... Nein, ich wollte dir kein Karma geben. Nein! Nein! Tops, kann ich dir Karma geben? Ich will Tops kein Karma geben. Tops steht auf meinem Laptop. Und auf meinem Stuhl. Guck mal, ich setz mich hin, du hast gesagt, wir sollen mich setzen, also... Nein, du aber doch nicht hier vorne. Hallo. Tobias, ich lösche dich gleich als Freund. Flüstern. Ey, Kochen beginnt! Kochen, auf geht's zum Kochen. Oh, okay. Wir haben so eine Art Kessel. Oh, Leute, kann man da rein? Herr, kochen wir einen Menschen, oder warum ist so ein großer Topf hier? Das ist echt so, guck mal. Das ist so voll die Hexenbrauerei, ja. Okay, wir kochen jetzt, Flo. Guck mal, du kannst ja... Das ist wie in so einem Whirlpool. Ja, das ist echt so. Ich bin jetzt, also, ist ja auch als Cheerleader wichtig, dass man so ein bisschen auf die Entspannung auch achtet, bisschen Muskeln nennt, ne? Tops, hallo, ich will nicht mit dir in einem Whirlpool sein. Oh. Geh wieder. Oh. Richtig, Ronja und ich mag Schnitzel. Vervollständige Rezepte, indem du deine Zutaten findest und in den Kessel wirfst. Ja, oh, wir brauchen einen Käse und zwei Brokkoli. Hier ist ein Käse. Oh. Ich habe einen Käse. Du musst es mir geben. Leute, okay, ganz ruhig. Okay, hier ist auch, okay, nee, warte. Brokkoli. Warte, oh, man muss das über den Kessel. Okay, Käse. So, ich habe jetzt den Käse. Genau, du hast auch. Warte. Okay, ich habe Brokkoli. Ich habe auch Brokkoli. Ich brauche noch einen Brokkoli. Ich möchte dich nehmen. Wo ist denn noch? Ja, warte mal. Wo ist denn noch Brokkoli? Hast du? Ich brauche eine Traube. Okay, warte mal. Ich muss noch hier noch Brokkoli reinwerfen. Wo ist mein Kessel? Ich finde nicht mehr meinen Kessel. Hier. Ah, da ist ein Pfeil drüber. Aber der Pfeil ist. Ich habe es geschafft. Okay, ich brauche einen Apfel, eine Traube und einen Brokkoli. Ich hol Brokkoli. Ich hol Brokkoli. Okay. Ich hab den Apfel eigentlich gedacht reingeworfen. Ah, okay. Ich hol noch die Traube. Die ist nämlich auch direkt hier. Bam! Traube ist drin. Okay. Hast du den Brokkoli? Ist ein Apfel? Ist schon drin. Hast du Brokkoli? Hauptsache bei einem Item ist bei mir endlich Sachen. Oh nein, ich glaube, wir können das nicht zusammen machen. Wir müssen jeder unsere einzelnen Sachen reintun. Ich muss jetzt noch Brokkoli reintun. Au! Ich bin das Regal hochgeklettert. Bist du rechts oder ich links? Ich bin links und du bist rechts. Aber wahrscheinlich ist es bei dir andersrum. Ich hab Käse, Traube. Ich hab Apfel, Ei, Traube. Ja. Oh, dann ist rechts nur das, was der andere hat. Ja, okay. Oh, ich hab zweimal fertig. Ich glaube, das war auch nicht. C. Ich hab drei. Vier Rezepte hat der Tops gekocht. Ja, ich bin... Crazy. Ja gut, das, Schulabschluss. Das war's mit der Schule. Oh, warte. Ich hab ein B gekriegt heute. Was habt ihr gekriegt?
Ich habe ein B-Plus bekommen. B-Plus und A. Wieso seid ihr beide besser als ich? Das ist eine Sauerei. Oh, nach der Schule kannst du an Teilzeitjobs teilnehmen. Ich könnte sagen, das machen wir dann nächstes Mal. Ja, Leute, wenn ihr noch eine weitere Folge wollt mit Arbeitsleben. Genau, und dann könnt ihr mal gerne. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann suchen wir uns Teilzeitjobs und verdienen extra Geld. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao. Käsekuchen.